So, ich komme wieder hin. Du kannst nochmal an derselben Stelle legen. Nee, du kannst dich ein bisschen weiter vorarbeiten. Soll ich nicht eher zurückkommen wegen den ganzen Feuertypen wieder? Nö, 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 nö. Das ist ja kein Problem. Weil du musst ja das gleich auch nochmal machen. Ja. Dann ist es besser, wenn du das jetzt machst. Sozusagen, du gehst so weit es geht vor. Ich laufe hier einfach durch. Also ich muss ja hier nicht großartig gegen die kämpfen. Items habe ich jetzt alle gelootet, das heißt, ich kann den kürzesten Weg nehmen. Zack. Ja, der... Oh, Triple-Hit gefressen. Einmal kurz... Boah, wow, das war knapp. Zum Glück ist was in der Enge hängen geblieben. Ja, ich bin vergiftet. Sehr unlustig war das, sehr unlustig. Hat einmal mehr zugehauen, als ich gedrückt habe. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Meine letzte Toxinvergiftung benutzt. Glaube ich zumindest. Sah so aus. Oh, shit. Ich bin jetzt in dem Raum, wo du eben warst. Oh Gott. Zack und zack. Bin auf dem Turm schon fast oben. Okay. Ganz dringend das Blitzschwert wieder ausrüsten. Ich kann, ich habe keine, nichts mehr gegen Toxinvergiftung, aber das ist egal dann. Sollen die machen, ich bin schon vergiftet. Sollen die mich zweimal vergiften, macht mir nichts aus. Roter Symbolspeckstein, da gibt's dich also. So, ich bin jetzt im Turm. Wo hast du das genau geplantet? Ich bin ganz oben, ich laufe noch mal ein Stück nach unten. Also ich kam schon wieder gegen Harpien. Ich weiß nicht, wo du das geplantet haben sollst. Eine Harpie ist runtergefallen. Ich gehe weiter nach oben. Ich hab's auf der dritten Plattform. Obwohl, ich leg's auf der ersten Plattform, wo keine Wand mehr ist. Execute, zack! So, bei den Plattformen gab's da auch irgendwie einen Trick wegen Items. Ich guck mal eben. Das ja, ich habe diese Gebiete hier gehasst, diese Bonusgebiete, deswegen weiß ich hier recht wenig, was Items angeht. Weiß ich leider auch nicht, aber ich weiß, dass es hier ganz viele Items gibt. Oh, ich halte das nicht lange aus. Kacke. Das sieht mir doch extrem viel, das Gift ab. Oh Gott. Ich kämpfe gerade gegen eine Harp hier. Ich glaube, ich sehe dich da unten. Ich glaube, ich sehe dich da unten. Ich habe eine Harp hier wieder besiegt. Diese Harpien musste ich mal farmen. Das weiß ich noch. Einser, oder? War das mal Einser? Was habe ich hier gerade bekommen? Das rote Symbol? Roter Speckstein. Genau, den braucht man, den kann ich legen. Der wird wie das Weiß, wie der Weiße aktiviert. Also den kann jemand benutzen. Und wenn der den benutzt, dann hole ich. Das ist aber nicht zum Helfen, sondern das ist zum Duellen herausfordern sozusagen. Ich platziere sozusagen einen Speckstein. Die anderen können den sehen, wenn die Glück haben. Leider, ne? Wie, ihr wisst ja, wie beschissen dieser Modus hier ist. Der Multiplayer-Modus. Ich glaube, ich bin gestorben gerade. Ich komme hier nicht mehr weg. Wo bist du denn hingesprungen? Auf so eine beschissene Ebene. Oh Gott. Ne, ich hab's überlebt. Ich bin jetzt ganz unten. Du bist ganz unten? Ja. Okay. Ich muss schauen, wie ich da runterkomme. Hier ist eine Tür. Durch den Nebel streiten. Und hier müsste der Shortcut sein, oder? Naja, die Fu Ah ne, Quatsch, hier muss ich später hin, okay. Wenn ich durch den Nebel streite, da kommt doch gar kein Gegner, da kommt doch die Festung, oder nicht? Du weißt gerade nicht, in welche Richtung der Nebel ist. Ich bin unten einfach. In diesem Turm, einfach ganz nach unten. Ich muss da langsam runter. Ich kann nicht einfach runterspringen, weil sonst sterbe ich. Ach, hast du auch wenig HP? Nö, aber... Weil bei mir läuft halt das Toxic Gift. Ich weiß nicht, wie lange ich noch machen kann. Ich habe nur noch drei... Nee, vier Flakons. Okay, ich bin unten. Leg einfach in der Mitte. Nee, das
Leg in der Mitte einfach. So schnell okay, du kannst, weil ich hab. Hab ich schon bin vergiftet. Ich überlebe das nicht mehr lange. Ich habe nur noch 3 Flakons. Und das Gebiet geht noch extrem weit, also. Ja. Ich muss gleich eh hoffentlich ein Leuchtfeuer benutzen, wenn es geht. Durch die Nebelwand werden wir gleich gehen. Da müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Ich weiß nicht, ob du das überlebst. Da kannst du einen Shortcut freischalten zum Leuchtfeuer. Hm, ja, ich guck mal jetzt. Ah, da also kommt kein Boss, oder? Nee, da sollte eigentlich. Und dann gehe ich jetzt einfach dadurch, ich überlebe das sonst da nicht. Sind die Palisanen. Aber die sind ja egal. Das ist diese kleine Armee hier. Ist. Haben wir schon 3 mit einem Schlag von ihm besiegt. Das ist die unüberwindbare Mauer. Die aber nur indirekt funktioniert, weil die sind extrem langsam. Die machen extrem viel Schaden, halten aber gar nichts aus. Richtig. Und dadurch. Wenn du an denen links vorbeiläufst, dann ist da hinten so ein großes Tor, das du öffnen kannst. Und dann bist du direkt vor dem Leuchtfeuer wieder. Zack. Zack, ich will die jetzt einfach im Nahkampf. Oh Gott, die können. Die haben Seitenumschlag. Seitenumschlag. So, die habe ich getötet. Also ich stehe jetzt gerade wieder am Lagerfeuer. Das müsste dieses Tor sein. Ja. Dann kannst du von der anderen Seite. Oh Gott. Haut mich ein NPC erstmal an. Dann kannst du hinter dem Tor von deiner Seite aus gesehen, wo du jetzt bist. Eigentlich schon das Lagerfeuer liegen. Ich komme da jetzt. Und ich level noch ein bisschen. Ich will jetzt auf Level 64. Also ich habe mein Symbol gelegt, da wo wir hergekommen sind. Also nicht beim Lagerfeuer, sondern bei den Palisanen. Ja, da bin ich. Direkt am Ende von der Treppe habe ich es hingelegt. Okay, da sehe ich jetzt nichts. Ich lade dich mal ein. Manchmal bringt das hier was, manchmal nicht. Sehen tue ich jetzt hier kein Symbol. Doch, da sehe ich das, da sehe ich das. Also manchmal hilft dieses Einladen. Ich gehe erstmal auf den Friedhof, ne? Ja, werden wir wieder invited, weißt du? Unwahrscheinlich, glaube ich. Weil der Pyromane, der hier invaded, der ist random. Das ist kein fester Bot. Hier ist eine Stelle, da kann euch der Pyromane NPC invaden. Weil die NPCs, die basieren ja immer auf die Klassen der echten Spieler. Und hier ist einer der Pyromane mit einem mit einer Peitsche, die der droppt. Und die Peitsche ist ganz cool. Die finde ich ganz cool. Ich finde die Rüstung voll cool von dem. Ich mag diesen Kopf nicht, das ist mega hässlich. Da ist König Jamie. Er ist auch ein Pyromane. Sag aber, gegen uns hat er keine Chance. Das sieht man den Kopf, den der hat. Das kann man sogar als Item bekommen, aber ich finde das so hässlich. Was haben wir bekommen? Oh, 30.000 Seelen habe ich. Die Kernpeitsche haben wir bekommen. Hast du auch so viele Seelen bekommen von dem? Ja, ja. Aber der invadet euch, glaube ich, ziemlich oft. Also nicht nur hier, sondern der kann euch. 3-mal, glaube ich, kämpft man gegen den irgendwie. Genau. Und soweit ich weiß, ist es auch noch eine prozentuale Chance, wenn man lange nicht invaded wurde, dass der invadet. So, hier haben wir nochmal Pyromantie Säureflut. Habe ich, glaube ich, noch nie benutzt, den Zauber. Der macht die Waffe kaputt oder so, ne? Ja. In PvP kann man den benutzen, aber so braucht man ihn nicht. So, dann gehen wir mal hier links die Treppe hoch. Gucken wir uns um.
was hier alles so Schönes ist. Na, irgendwo sind hier nochmal Raben. Hör ich doch schon. Zack, wollte er uns anspringen, habe ich ihn aber schneller gegeben. Dann zack, haben wir wieder was runtergekommen. Schießt, Vorsicht, von da schießt einer mit Bogen. Jo. Laufen einfach vorbei. Haben wir gerade ein Item nach unten geschubst? Ah, genau. Kennst du das hier, das Geheimnis? Welches? Wenn du hier nach unten kommst. Oh Gott, hier kommen einer der hässlichsten Gegner überhaupt. Genau diese Gegner. Wenn die dich einmal erwischen, das ist so gefährlich. Dann kannst du sofort sterben. Hier unbedingt immer mit dem Schild durch die Gegend laufen. Ach Gott. Der hat mich einmal leicht erwischt. Aber wenn die euch einmal von vorne erwischen, dann rollen die die ganze Zeit in euch durch, bis ihr tot seid. Die hören nicht auf vorher. Da vorne ist noch einer. Zwei Leute noch. Das sind sozusagen... Oh Gott. Oh Gott. Ich bin fast tot. Ich bin fast... Ich heile uns. Hast du die? Ja. Ich schaue auch nochmal. Oh. Machen wir den? Ja, den haben wir. Ich heile uns nochmal. Die sind so hässlich. Lass mich mal vorlaufen. Ah, das passt schon. Ich glaube, da ist noch irgendwo einer. Nee, nee, wir haben die alle gerade gepult. Jetzt gibt es den kleinen Shortcut. Hier ist das. Halt! Wo läufst du denn hin? Hier? Du musst das Tor doch noch aufmachen. Tor? So. Mhm. Ach, hier hast du das mal aufgemacht. Ja. Ich bin immer woanders lang gegangen. Ich weiß, welches Tor das ist, weil ich wusste nicht, wie man das aufmacht. Aber ich bin einfach oben immer runtergehüpft da. Du kannst das Tor so einfach umgehen. Ja, ich weiß schon, aber ich habe es meistens so gemacht. Weil jetzt hast du halt quasi einen straighten Weg auch vom Lagerfeuer aus. Ja. So, hier gibt es jetzt noch... Oh Gott, hier ist noch einer, Achtung. Da hat man wieder gesehen, der hat sofort zweimal zugehüpft. Also das ist schon böse. Schlüssel für den Anbau haben wir gefunden. Und hier gibt es noch einen Zauber. Den müssen wir noch finden. Da ist noch einer. Hier müsste der Zauber sein, wo ich bin. Ja, den töten wir. Nein, ich bin wieder vergiftet. Feuerflut. Und diese Feuerflut, das ist die Attacke, die der eine gerade eben gemacht hat. Was? Du bist vergiftet? Du bist vergiftet? Ja. Warte mal. Hast du was? Ich muss gerade schauen, aber ich glaube schon, ja. Ich hab nie gegen diese Pflanzen gekämpft, weil diese Toxic-Vergiftung Heilungskräuter kann man an den Pflanzen. Hier. Okay, super. Dankeschön. Ich benutze es eben. Oh, dankeschön. Jo, hat geholfen. Sehr gut. Die kann man, also diese Toxic-Dinger kann man bei Pflanzengegnern farmen. Aber ja, habe ich jetzt alle ausgelassen. Ich glaube, da ist noch einer. Ja. Ah, lass mal einfach liegen. So, hier geht's nach oben. Mal gucken, ob es gerade außen noch was weitergeht. Ja, da ist jetzt aber noch. Oh. Ja, ist gut. Ich halte uns bei dem. Lass mich einmal durch. Ja, passt. Ja, ich muss kurz mal. Ich guck mal, ob hier was ist. Ah, hier ist nichts mehr. Okay, dann können wir hoch. Oh Gott. Wir hätten ihn doch vielleicht töten sollen. Die haben sich natürlich jetzt überall hier verteilt. Ich hitte mal ein paar an und gehe weiter dann. Was, du willst durchlaufen, oder was? Nee, nee, wir töten die. Ah, man muss einfach immer die von der Seite erwischen. Die sind, wie gesagt, kaum wendig. Oh Gott, da hat mich einer von hinten erwischt.
Oh. Und beschießt noch einen Bogenschütze. Das ist den, den wir eben ausgelassen haben. Zack, dem sind wir perfekt ausgewichen. Wer das gerade gesehen hat. Aber die droppen hier Sachen. Ich weiß gar nicht mehr, was die droppen. Zu zweit ist das noch echt einfach. Alleine ist es auch einfach, aber das kostet extrem viel Zeit. Da hinten ist der Bogenschütze. Hier schießt einer her. Ja. Hab ich dich doch. Hast du den geholt? Ja. Okay. Dann konnte man hier noch hochgehen auf die Treppen. Hier war nämlich auch noch was. Genau. Ring der Opferung. Den Ring kann man anziehen, wenn man stirbt, geht der Ring kaputt. Dafür behält ihr aber die Seelen. Also das heißt, wenn ihr stirbt, behaltet ihr die Seelen. Und die Menschlichkeit. Ja. So, wir gehen mal hier lang. Hier waren wir noch nicht. Ich glaube, den Schlüssel, den wir eben gefunden haben, können wir hier benutzen, um das aufzumachen. Und das ist ganz wichtig. Denn hier findet man eine Glut, mit der man Waffen upgraden kann. Warte, wir gehen erstmal hoch gegen die Harpien kämpfen. Ich mach den hier dabei schon. Okay. Das Gute ist, selbst wenn der explodiert, vergiftet mich das nicht. Hast du das Spinnschild, oder? Nee, aber es ist ein Millimeter vor dem Gift bleibt stehen. Okay. Okay, lass dich nicht executen. Nee, nee. Also wenn die hochfliegen, dann geh weg. Ach, gut, ich auf einmal. Ich kämpfe mit Massenattacken gegen die. Okay, nur noch eine lebt. Perfekt. Diese Andenken der Vergeltung, die braucht man, um Wunderschweigegelübde. Das braucht man, glaube ich, um den PvP-Eid. Es gibt einen PvP-Eid und wenn ihr den ableveln wollt, braucht man 30 oder 50 oder 70 Stück von diesen Andenken. Das weiß ich noch, weil ich die extrem lang gefarmt habe. Ich glaube, hier gibt es auch noch irgendwo ein Item. Ja, hier gibt es oh Gott, nein. Du bist schon weitergelaufen. Ja, ja. Hier gibt's noch ein Item, wo ich bin. Moment, ich nehme erstmal die Glut. Die dunkle Glut gibt's die. Die kann man im Schmied abgeben. Ich weiß nicht, ob das für Chaoswaffen war. Damit kann man auf jeden Fall Chaoswaffen oder irgendwelche Waffen. Nee, nicht Chaoswaffen, sondern ganz komische Waffen schmieden. Weil die sind nicht gut. Wo bist du? Ja. Stopp. So. Hier, drüben. Ach, da. Habe ich was vergessen? Ach, hier. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Maske der Wettker. Schwarze Kleriker, aber okay. Robi. Kommt man hin, wenn man hier runterspringt? Ich weiß nicht. Sieht aber, ich glaube, man überlebt das nicht. Die schwarze Blut haben wir aufgenommen. Ist hier noch auf der Seite was? Können wir was kaputt machen? Hier ist auch nochmal Loot. Ein Degen, ah, okay. Der Bogenschützen? Wollen wir hier runter? Ich weiß gar nicht. Komm, wir gucken mal, was hier ist. Probieren geht über studieren. Ja, doch, ich weiß, da waren wir eben schon. Oh Gott, die vergibt. Mann. Oh. Ich hab uns geil. Wir sind jetzt davor wieder in diesem blöden Gebiet. Also außerhalb der Festung. Ach so. Na gut. Oder? Ja, ich meine schon. Müssen außerhalb der Festung sein, aber ist egal. Ah. Na, wir sind immer noch in der Festung. So viele Ratten sind außerhalb nicht. Müssen wir mal gucken, wo wir hier lang können. Hier, 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 auf der Seite. Doch, wir sind außerhalb der Festung. Achtung! Oh, ich hab's geschafft. Ich heil uns. Wir sind da jetzt, wo du das Zeichen eben gelegt hattest, weißt du? Ah. Das ist ein Runtergriff. Und hier gibt es jetzt ein Item, Achtung.
Ei beseitige. Ah, den braucht man, wenn man von den Quelex-Tochter da, von den einer von Quelex-Tochtern infiziert wird. Jetzt würde ich gerne noch gegen den Drachen hier kämpfen. Den habe ich noch nicht gekämpft, also. Noch nie? Ja. Okay, dann zeige ich nämlich mal den anderen Weg. Du kannst ja den mit dem Tor aufmachen. Hier finden wir den anderen Weg. Moment, hier können wir noch nach unten, das weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, was hier war. Achso, da sind wir da, okay. Wow. Ich bin runtergefahren. Da kommt noch ein Vogel. Okay. Mache ich aber schon. Warte ich hier auf dich. Komm. Ich hab ihn besiegt. Genau. Jetzt sehen wir, der sieht schon so verdächtig aus. Da kommt auf uns ein Drache zu, glaube ich. Ich weiß nicht schon, wie wir den besiegen, wie ich ihn genau besiegt habe. Und hier so war das. Gott, okay, mit dem Schild blockt man da ziemlich viel ab. Ach, das ist schon tot. Also, wie gesagt, ich habe ihn immer mit Feuer besiegt, weil anscheinend hält er nicht so viel. Da ist noch einer, oder? Ah, das ist jetzt der Trick. Hier gibt es einmal eine Seele, stolzer Krieger, einen Drachenstein. Blutschild gibt es ja, okay. Ja, das ist jetzt die Sache. Bei dem gibt es jetzt nichts mehr. Das heißt, man kann den hauen oder machen, was man will. Der geht nicht weg. Das ist einfach so. Aber da gibt es einen Trick, und zwar, wenn ihr das hier macht, geh mal weg, ist weg hier. Wenn ihr den hier an... Ne, warte. Moment. Dann den hier macht. Dann steht der auf. Und dann kann man einfach bei dem unter den Beinen durch. Und dann bist du... Also diesen Weg kenne ich nur. Ich wusste nämlich nie, wie ich die Tür aufbekomme, weißt du? Okay. Jetzt machen wir eben noch... Das war's gut. Oh, oh. Ich kümmere mich mal hier um den schwarzen Ritter kurz. Ja. Das hat weh getan. Oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Was? Boah, der ist schon heftig mit diesem Turmschild. Das ist schon heftig. Gut, aber jetzt, nachdem wir das Tor offen haben. Genau, können wir die Abkürzung nehmen. Ja. Ah, das ist, sag ich mal, den Weg, den ich immer bisher kannte. Einen anderen habe ich noch nicht gefunden. Ich habe immer gesucht, wie ich das Tor aufbekomme. Hab's aber nie aufbekommen, deswegen habe ich einfach so mal gespielt. Dachte ich auch so. Jetzt weißt du es. Zack, da ist der Tor. Ich laufe bei den Palisaden einfach durch. So, ja, ich hab's. Achso, okay, okay, warte, dann aktiviere ich das. Hab's wieder da gelegt, wo ich's vorher hatte. Okay, okay, ich warte. Siehst du aber noch nicht. Schau mal, wegen Einladung nochmal. Mal kurz auf den Key-Profi, zack. Und ich die zwei. Ja. Die Feuerskelette, die halt nichts aus, weil die machen so übertrieben viel. Hast du Menschlichkeit eigentlich wieder aktiviert? Ja, ich hab's aktiviert. Ich lade dich nochmal ein, vielleicht geht das dann wieder. Zum Spiel einladen. Die Leute haben gefragt, ob das ein Cheat-Programm ist, was ich da gemacht habe. Nein, das ist Windows Live, das braucht man, um online zu spielen. Oder allgemein, damit er die Sachen abspeichert. Weil ohne das würde er das, glaube ich, gar nicht abspeichern. So, jetzt muss ich warten, bis du hier erscheinst. Boah. Die Palisaden haben 3-4 Dolche oder Speere im Rücken stecken. Also bei mir bist du noch nicht da. Das Problem, was ich auch noch habe, ist, dass ich... ich kann ja jetzt da noch gar nicht weiter. Ich habe das Tor noch nicht offen. Ach, deswegen könnte das... Ah, nee, warte, ich sehe dich. Ich habe dich geholt. Ja, ich werde gerufen. Ach Gott, die Palisaden, die man nicht schauen. Ich warte, bis du da bist. Und dann... Da sieht man, wie langsam die sind. Also die können sich nur nach vorne wollen bewegen. Wollen wir durchlaufen? Ja, ja, wir laufen mit rechts einfach durch.
Lass euch aber nicht von den Spiel aufspießen, die machen extrem viel Schaden. Ja, ich weiß. Jetzt haben wir diesen Shortcut hier freigeschaltet. Also man lernt immer wieder dazu, so öfter man spielt, man findet immer irgendwas Neues. Ich habe das Spiel jetzt bestimmt schon 10-mal durchgespielt und ich könnte zum Beispiel diesen Shortcut nicht. Oh Gott. Halt! Halt! Nicht durchlaufen. Da kommen doch vier andere. Ich mach den schwarzen Gitter. Okay. Den kann ich nicht executen. Oh Gott. Kannst du auch nicht. Der ist ziemlich stabil. Warte, ich mach's einfach. Weißt du, was das Problem sein wird? Gegen den Gegner, gegen den wir gleich kämpfen. Ich möchte noch nicht zu viel spoilern. Ich hab ihn halt nur so besiegt jetzt. Sind wir doch schon durch. Wir müssen den auf eine besondere Art töten. Ich möchte, dass wir den Schwanz abschlagen. Weil so warte bitte noch ganz kurz, bevor du reingehst. So. Wir müssen nicht dem den Schwanz abschlagen. Bist du ready? Ja. Okay. Jetzt sehen wir hier. Warte, warte. Ich mach's anders. Das ist ja schon der Boss, ne? Ja, den Boss ja nicht angreifen. Du siehst den Schwanz. Den müssen wir abschlagen. Mhm. Wer seid ihr? One of us, thou art not. If thou hast misstepped into this world, plunge down from the plank. If thou seekest, thine desires shall be requited. Okay. Die sagt jetzt, wenn wir da vorne hinlaufen und rausgehen, dann lässt sie uns zum Leben. Wollen wir aber nicht. Ich möchte nämlich töten. Und ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir sicher, ich muss den Schwanz abschlagen, dass ich die Sense bekomme. Oder die Sense bekomme ich allgemein, aber irgendwas passiert, wenn ich den Schwanz abschlage. Du bekommst den Dolch von ihr. Okay. Dann, ready? Bin ready, ja. Warte, ich rede nochmal. Mach aber einen Zähler, bitte. Dann können wir nämlich gleichzeitig auf den Schwanz einhacken und kriegen es vielleicht direkt. Okay. 3, 2, 1, Attacke. Ne, nicht zurück. Jetzt, einer muss die... Oh Gott, warte. Pass auf, einer muss die locken. Moment, einer muss weglaufen, damit wir die Spuren sehen und der zweite muss dann angreifen. Okay, die sind da mir. Okay, ich sehe die. Man sieht die Spuren, wo sie lang geht. Ich sehe die gerade nicht. Siehst du die? Sie sehe auch nicht. Doch hier, bei dir. Nee. Ach, jetzt kommt sie hier auf uns zu. Hinter mir. Ah, da. Oh. Da ist sie. Okay, auf den Schwanz. Jo. Jawohl, ich. Oder? Nee. Immer weiter auf den Schwanz. Auf den Schwanz, Matze! Ich geh da schon drauf. Oh Gott, ich heile uns einmal. Nein. Wir müssen den Schwanz. Jawohl. Nein. Nein, wir haben es nicht geschafft. Das ist sackschwer. Seele. Oder bekomme ich die Sense, wenn ich die Seele abgebe? Nee. Achso, die, Die Blutsense, die sind... Die Sense bekommst du mit der Seele von ihr. Okay, was brauche ich dafür? Dafür brauche ich eine plus 10er Sense und... Nee, ich glaube, du brauchst sogar nur eine, eine... Wie heißt's? So eine... So ein Schweif, so eine Peitsche. Okay, so eine Peitsche habe ich. Aber weißt du, wo ich das machen kann? Bei welchem Händler das ist? Ja, bei welchem Schmied? Absolut nicht, ne. Weiß ich nicht, sorry. Okay. So, guck mal, jetzt springen wir. Mutig, aber ich würde mich das nicht trauen. Heimkehrknochen, ach du Scheiße. Damit haben wir die Welt abgeschlossen. Ich werde jetzt das Ganze mal mit Matze machen und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir gegen die vier Fürsten kämpfen. Wir werden als erstes gegen den Lava-Fürst kämpfen.
Ich besiege ihm noch die zwei, damit ich mich verabschieden kann. Na komm. Zack und zack. Deswegen so, Leute. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.